Rostock bereitet sich auf ein großes Doppeljubiläum vor. Im Jahre 2018 steht der 800. Geburtstag der Hansestadt bevor. Ein Jahr später jährt sich die Gründung der Universität Rostock zum 600. Mal. Aus diesem Grund wollen Stadt und Uni für 2019 zwei große gemeinsame Ausstellungen auf die Beine stellen. Dazu wurde am Mittwoch im Rathaus eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Geplant ist eine Ausstellung im Kulturhistorischen Museum, die die enge Verflechtung und gemeinsame Geschichte von Stadt und Universität zeigt. Es ist ein erstes großes Gemeinschaftsprojekt der Universität und der Hansestadt Rostock, die ja ab 1. Januar 2018 sich mit Stolz nennen kann, Hanse- und Universitätsstadt. Und dem wollen wir auch Ehre geben und mit dieser Ausstellung unser Zusammenwirken über die letzten Jahrhunderte einmal mehr herausheben. Das ist für die Universität vielleicht der Aspekt Traditio. Und die Traditio ist eine Geschichte, die auch eine ganz besonders starke Verflechtung von Herzogtum, von Stadt, von Kirche und Wissenschaft beinhaltet. Und das wollen wir in verschiedenen Facetten darstellen. Und das haben wir so als Arbeitstitel Verflechtungsgeschichte genannt, was eben auch vielleicht ganz gut ausdrückt, wie sehr die Universität eingebunden ist, auch in die Stadtgeschichte und die Geschichte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem soll in der Kunsthalle Rostock das Forschungspotenzial der Universität interaktiv und multimedial erlebbar gemacht werden. Ursprünglich war eine große Jubiläumsausstellung im ehemaligen Schifffahrtsmuseum in der August-Bebel-Straße vorgesehen. Inzwischen aber gibt es neue Pläne für das Haus. Hier soll für über 20 Millionen Euro das Archäologische Landesmuseum entstehen. Doch auch das Kulturhistorische Museum im Kloster zum Heiligen Kreuz und die Kunsthalle bieten genug Platz für die Ausstellungsprojekte, betont Oberbürgermeister Roland Metling. Dazu wird auch die bedeutende Böhmer-Sammlung im Kloster zum Heiligen Kreuz einen neuen Platz finden. Wir werden die Böhmer-Sammlung in dem Neubau, neuen Zusatzbau für in der Kunsthalle konzentrieren und die stadtgeschichtlichen Ausstellungen im Kloster zum Heiligen Kreuz, weiterhin natürlich im Krüppeliner Tor, aber auch im neuen Petritor und im Blagobuschturm. Also wir werden die historische Substanz, die der Hansestadt Rostock zur Verfügung steht, nutzen, um Stadtgeschichte repräsentativ darstellen zu können. Die multimediale Ausstellung in der Kunsthalle soll unter dem Titel Exponat Zukunft im April 2019 eröffnet werden. Die Ausstellung zur Verflechtungsgeschichte von Stadt und Universität im Kulturhistorischen Museum soll von Juni bis Dezember 2019 zu sehen sein.